Heute, was geht ab, Leute? Ich setz euch mal ab. Im Zug spontan nach Regensburg. Denn Event läuft immer noch. Zweimal Spezialtausch am Tag und ich habe zwei glücksfreunde Kollegen in Regensburg. Und privat ein sehr guter Kollege wohnt dort, also kann man das direkt verbinden und den besuchen. Ziel war ja jeden Tag im Februar einen Glückstausch, Spezialtausch, Shiny zu machen. Jetzt dann während des Events sogar zwei. Es gab ja das Event, Neujahrsevent, wo ich eine Menge Glücksfreunde gemacht habe. Und seitdem versuche ich eigentlich jeden Tag einen Glückstausch zu machen, um die Liste abzuarbeiten. Aber es kommen immer mehr Glücksfreunde dazu. Also ist schon saftig. Wahrscheinlich morgen, übermorgen, ein Update zu meiner Shiny Lucky Sammlung. Naja, auf nach Regensburg. Wir sehen uns wahrscheinlich in Regensburg. Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hunger aus Regensburg. Moment, ich mach mal Screen Record an. Ich habe ja so, wie nennt man das, so eine Tradition, in jeder Stadt den Hauptbahnhof zu besetzen. Aber Regensburg ist leider keine Arena. Ist ein Pokestop, genau wie hier in Ulm. Schade. Ich gehe mal Richtung irgendeinem Döner. Habe ich einfach so in Google Maps angegeben, der hatte 4,6 Bewertung. Hier so ein kleiner Ausblick von Regensburg. Ich weiß nicht, in welchem Teil wir uns befinden. Wahrscheinlich gibt es bessere Orte. Aber hier nochmal ein kleiner Überblick. Die werden ja jetzt ein bisschen abgerasen und dann kommt ein Kollege, mit dem tausche ich. Der zeigt uns wahrscheinlich ein bisschen mehr von Regensburg. Random Update. Erstmal kurzer Tausch und dann erzähle ich euch ein bisschen was. Der Kollege will echt verrückte Sachen hier. Schon nicht schlecht. Wow. Ein Highlight von der Liste abgehakt. Oh Mann, Leute. Wir drehen jetzt ein paar Runden einfach nur so zum Spaß. Meine neuen Stops drehen und sowas. Wir haben noch eine, angeblich die aktivste Regensburgerin getroffen. Boah, ist das schlecht geworden. Aber hey, was für ein Teil, Mann. Grüße gehen raus an den ehemalig besten Spieler in Regensburg. Der ist retired, Leute. Mehr dazu gleich noch. So, kleines Update. Jetzt haben wir Zeit, ein bisschen zu quatschen. Wir sind halt ein paar Runden gelaufen. Bisschen Deep Talk, bisschen so über die Community geredet, über Regensburg, über Topspieler, über Motivation, über darüber, dass halt viele, ihr kennt es ja, ihr begleitet ja mich auf meiner Reise, dass die Motivation momentan, oder bis vor kurzem, weil momentan geht es eigentlich bei mir wieder bergauf, bei vielen Topspielern halt nicht mehr so hoch ist. Jetzt nehme ich hier ein Rüstungsmütze mit, als Souvenir, 100 aus Regensburg, wieso nicht? Und anscheinend soll der beste Döner hier Sterndöner sein. Ich bin da vorbeigelaufen, aber leider wieder Zufall, es wollte nicht den genommen. Nächstes Mal Regensburg, nächstes Mal checke ich den auf jeden Fall ab. Tausch habt ihr gesehen, glaube ich, ja, richtig saftiger Tausch. Der zweite Kollege ist anscheinend irgendwie im Krankenhaus und wir können nicht mit dem tauschen. Zum Glück bin ich mit dem hier auch noch lucky, so dass wir unsere Stehende noch aufrechterhalten können. Aber die Jungs kommen irgendwann mal, falls die Motivation bei dem mal wieder steigt, nach München. Sind ja auch noch mit ein paar anderen Münchnern, nicht nur mit mir, befreundet und lucky. Also man sieht sich wieder. Die Welt ist klein. Ist schon ein bisschen traurig zu hören. Hier und da überall die Top-Spieler, wie sie weniger motiviert sind und so. Das sind zwei Jungs, die hatten mich beim Regi-Event-Ticket-Day da besucht. Und die waren da so motiviert, die waren, gingen da so krass ab, haben so viel geredet über Stats und Zocken und dies, das. Und auf einmal, bam, null, nada. Aktivität gleich null. Schon heftig. Das Komische bei mir ist aber, wenn ich höre, yo, der schwächelt, dann brennt es bei mir.
dann denke ich mir so, boah, jetzt ist meine Zeit zum Überholen, zum und dies, das. Aber muss nicht sein, ich habe jetzt meine anderen Ziele erstmal. Ihr kennt ja meine Ziele, Max on Monday. Alles einmal maxen, da sind wir nicht mehr weit entfernt. Shiny Lucky Decks, da sind wir auch nicht mehr weit entfernt. Arenen mache ich immer noch, meine 20 Stück am Tag, da Gebiet wird gut aufgebaut. Beim nächsten Arena-Event kommt eine fette Welle an neuen Gold-Arenen rein. Na, schon relativ knapp, aber sollten wir machen, sollten wir schaffen. Und noch ein Ziel habe ich, ah ja, Hunderte. Ich nehme mit, was kommt, diesen Monat Tangela. Aber sollte reichen hier. Ja, gerade mal so. Aber wir sind alles nur noch Casuals hier. Tut mir leid, Leute. So. Das ist kein 100er. 1821 wäre 100 gewesen. Zweiter Versuch. Vielleicht haben wir ja doch noch Glück. Alte Stories. Anscheinend war hier früher mal ein Viererspot. Ich liebe diese alten Stories. Was ich nicht liebe, ist so ein Mewtwo. 1786. Regensburg leidend, Alter. Richtig leidend. Jan, ich melde mich für die Begleitung. Bis zum nächsten Mal in München. Hoffentlich, wenn oder du gut bist. Ja. Oder du kommst öfters her, dann bin ich wieder aktiv. Ja, das nächste Mal, wenn wir Lucky Freunde sind. Alles klar. Ja. Oida, lange mal gesehen, Alter. Alles fit, Mann. Das geht auf, Mann. Das war sogar ein Zuschauer von dir. Hier für krasse Sachen. Ich hab ein bisschen gefilmt, Mann. Filmst du noch? Ja, geht so. Wollen wir ein bisschen spazieren? So, Leute. Keine Angst, ich hätte meinen Zug nicht verpasst. Ich hoffe, wir können hier sitzen. Wir filmen noch zu Ende. Keine Angst, Leute, ich habe meinen Zug nicht verpasst. Ich habe ein Bayern-Ticket, ich kann irgendeinen Zug nehmen. Es kam ja halt nur der gerade rein. Perfekt, perfektes Timing, deswegen. Bisschen außer Atem. Ja, ich hatte ein ernstes Gespräch mit Anteku, aka der Leidende Dennis, weil. Ist auch ein YouTuber, der hat eigentlich schon sogar vor mir angefangen. Damals zusammen Yu-Gi-Oh! YouTube-Videos gemacht und. Ein bisschen so Deep Talk, bisschen so meine Gefühle, meine Gedanken, meine Sorgen mit ihm geteilt. Wie es bei ihm so läuft und er seine Erfahrungen, seine Gedanken. Jo, jetzt geht's nach Hause. Jo, abschließende Worte. Ich bin wieder zu Hause. Ich habe gestern Abend noch verkackt und zwar wollte ich noch tauschen mit meinem kleinen Account. Weil wir haben ja gestern nur einen Spezialtausch hinbekommen. Grüße gehen raus an den Kollegen Ferdi aka Crank, der war irgendwie im Krankenhaus oder so. Ich weiß, woran ihr denkt, aber hoffentlich nicht das, woran wir alle denken. Auf jeden Fall, ich wollte im Zug tauschen. Problem ist, im Zug hatte ich kein GPS mit dem einen der Handys und dann kann man nicht tauschen. Und dann, als ich nach Hause gekommen bin, habe ich es voll verplant und dann war es nach 22 Uhr. Das heißt, Event ist zu Ende und ich konnte nicht nochmal den zweiten Spezialtausch machen und verkackt. Wir haben einen Spezialtausch verloren. Leidend. Auf jeden Fall. Ich weiß, ich schneide das Video noch, deswegen weiß ich gar nicht, was ihr so alles gesehen habt, aber ich glaube nicht allzu viel von Regensburg. Es war jetzt auch kein Ausflug nach Regensburg, um da die Lage abzuchecken, die Stadt oder sowas und die neuen Stops zu drehen oder so. Eigentlich war es sogar ziemlich schlecht, weil die neuen Stops hätte ich mir aufheben sollen für die Abenteuerwoche irgendwann Mai oder sowas, Ende Mai, Anfang Juni, irgendwie sowas kommt immer. Es ging hauptsächlich um die zwei Spezialtausche, wovon leider nur einer geklappt hat, aber der war saftig. Grüße gehen raus an Manu, Shiny Lucky Fibitis. Wer hat den schon zur Abgabe? Also sehr, sehr saftig. Und dann wollte ich noch mit dem Kollegen, der Anteku, Leiner Dennis, der sagt euch nicht viel, aber wir haben eine Menge zusammen durchgemacht und mit dem wollte ich einfach allgemein ein bisschen quatschen über das Leben, über YouTube und dies, das. Er macht YouTube sogar schon länger als ich. Als ich angefangen habe, war er auch schon am Start und er war immer ein Kollege, immer meine rechte Hand, immer auch ein Konkurrent. Und wir ziehen das Ding schon gemeinsam so lange zusammen durch, zusammen und auch getrennt. Also Seite bei Seite, sag ich mal. Und ja, und da haben wir ein bisschen gequatscht, ein bisschen so Real Talk, Deep Talk gemacht und die Ergebnisse werdet ihr irgendwann mal erfahren dieses Jahr. Wer weiß. Keine Ahnung, also so viel hat mir dieses Gespräch nicht gebracht.
klar, irgendwas von der Seele gehen ist immer gut. Seine Perspektive analysieren und dann mit einbinden ist auch nicht schlecht. Und ja, mal schauen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, ich bin immer noch unsicher, was ich so mit diesem YouTube-Ding hier alles machen werde, machen sollte, machen. Keine Ahnung, Leute. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall. Motivationstechnisch, ja, habe ich auch mit dem Kollegen jetzt viel geredet, weil die haben mich, wie gesagt, im November besucht und die waren so abnormal motiviert. Die haben auf einem anderen Level gezockt. Die waren echt crazy. Und zack, wenige Monate später, komplett aufgehört. Also komplett. Ihr wisst, ich habe auch so eine Down-Phase gehabt jetzt. Angefangen irgendwann Mitte Dezember aus dem Nichts. Und ich bin gerade wieder in einem Hoch. Vor allem jetzt im März. Ich bin gehypt, es gibt viele Sachen, auf die ich mich freue. Aber es ist natürlich nicht dasselbe wie davor. Spiel macht natürlich immer noch Spaß, aber es gibt natürlich verschiedene Level an Spaß. Es gibt nicht nur Schwarz-Weiß, also Spaß und Nicht-Spaß. Es gibt natürlich, macht ein bisschen Spaß, macht viel Spaß. Euphorisch, also das ganze Spektrum. Da einfach zu sagen, yo, es macht keinen Spaß mehr, ist natürlich dumm wie Scheiße, sag ich mal. Wer immer das auch immer schreibt. Es gibt natürlich viele Spektren und Spaß an sich macht es immer noch. Aber so Sachen, Kleinigkeiten sind zum Beispiel, wenn ich jetzt zur U-Bahn gehe, früher hätte ich jedes Pokémon mitgenommen, jetzt gehe ich einfach schnell zur U-Bahn, unterwegs ein paar Nachrichten lesen oder E-Mails oder sowas. Oder auf Twitter mal kurz was schauen. Oder auf dem Nachhauseweg früher immer die Tram genommen, damit ich noch die Stops drehen kann und ein paar Pokémon fangen kann. Und jetzt einfach direkt U-Bahn und ab nach Hause. Spart mir 10 Minuten, denke ich mir, okay, 10 Minuten früher nach Hause, kann ich direkt Hardstone zocken oder sowas. So Kleinigkeiten, weißt du? Oder C-Day zum Beispiel. C-Day macht natürlich Spaß. Also wer mal Gizek aus C-Day, wie von C-Day Video gesehen hat und denkt, dass ich keinen Spaß hatte, ja, der ist dumm wie Scheiße. Mein neues Lieblingswort. Auf jeden Fall, die Sache ist zum Beispiel im Vergleich zu früher, wenn es 4:0 ist, ich gehe nach Hause. Das war's. Genug gespielt. Früher war es halt so, weiter zocken. Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und das ist halt so einer der großen Unterschiede. Und wir haben halt gequatscht und es ist halt auch gut, mit jemandem zu quatschen, der in einer ähnlichen Situation ist. Klar, er macht kein YouTube, aber er war halt auch Vielspieler, Klassenspieler. Und die wenigsten von euch können das mitfühlen und können sich in die Lage versetzen, weil, also nichts gegen euch, ihr seid die Besten. Und vielleicht klingt das auch wieder mal mega arrogant, aber wir haben halt auf einem anderen Level gespielt. Ich würde sagen, meine demotivierte Phase, da spiele ich immer noch mehr als ihr in eurer motiviertesten Phase. Wie gesagt, sorry, falls das arrogant klingt, aber ist halt so. Und da mit dem Kollegen zu gehen, der halt auch so viel gespielt hat und dann auf einmal komplett aufgehört hat, weil er hat ja komplett aufgehört, er macht fast gar nichts mehr, macht nur noch seine 20 Geschenke auf, macht ja wenigstens noch 100 Geschenke verschicken, ich mache meine X-Rate, ich mache meine Arenen, ich mache eigentlich alles, nur in Maßen. Ich mache nur das Zwischendrin nicht. Also die grundsätzlichen Sachen, die Hauptsachen und die ganzen Events nehme ich gerne mit. Also im Alltag, der Alltag, da habe ich irgendwie kein Bedürfnis zu zocken, falls sich irgendwas gerade ansteht. Zum Beispiel jetzt, den ganzen Tag, ich hätte früher wahrscheinlich viel früher die Arbeit schnell erledigt und dann wäre ich rausgegangen zum Zocken, aber momentan reizt mich gerade nichts. Wunderbonusstunde, nee, Spotlight-Stunde ist heute, das nehme ich gerne mit, aber ist halt erst um 18 Uhr. Das heißt, bis 18 Uhr werde ich eigentlich gar nicht zocken. Und außer hier und da und Arenen und dies, das. Aber nicht so wirklich zocken und früher wäre ich einfach direkt rausgegangen, auch wenn nichts los ist. Klar, ich kann dann Gelas jagen, aber die kann ich den ganzen Monat jagen. Das ist so eine Nebensache. Also diese Intensität ist einfach geringer bei mir. Aber das, was ich mitnehme, nehme ich immer noch gerne mit. Und ja, das ist so momentan die Lage, die Situation. Beim Kollegen sieht es anders aus, der ist beinahe komplett weg. Und auch viele seiner Kollegen und dies, das. Also ist kein Einzelfall bei mir. Das war echt wie eine Epidemie, wie der Coronavirus. Nur für Pokémon-Motivation. Viele Leute hat es in der Community getroffen. Viele Leute, die ich kenne. Manche haben sich erholt, manche nicht. Ah ja, das war's von mir und Ringsburg. Wie gesagt, heute ist Spotlight-Stunde. Wir sind live, schaut vorbei. Ihr wisst bestimmt, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.